Wer es eilig hat, ist nach gut einer Minute fertig mit der Aufgabe. Gegeben ist die Gleichung einer Ellipse. Diese x-Darstellung der Ellipse habe ich hier noch ein bisschen ausführlicher notiert. Aus dieser ausführlichen Notation erschließt sich relativ schnell diese Matrix. Von dieser Matrix bilde ich die Spur. Da kommt minus 50 raus, die Summe der Diagonalelemente. Bilde auf gewöhnliche Art die Determinante. Es kommt 225 heraus. Diese zwei Zahlen helfen mir, eine quadratische Gleichung zu erzeugen. Die charakteristische Gleichung, die zur Bestimmung der Eigenwerte hilfreich ist. Die minus 50 wird in plus 50 verwandelt. Die 225 bleibt bestehen samt ihrem Vorzeichen. Die zwei Lösungen sind minus 45 und minus 5. Wenn man diese zwei Lösungen addiert, kommt wieder die Spur heraus. Wenn man die zwei Lösungen multipliziert, kommt wieder die Determinante heraus. Das ist eine gute Überprüfung, ob man sich verrechnet hat oder nicht. Wenn man nun die zwei Lambda-Werte, Lambda 1 und Lambda 2, wie hier notiert, in eine Wurzel hineinjagt und innerhalb der Wurzel auch noch ein seltsames minus 45 platziert, wobei die 45 von weiter oben aus jenem Zahlenwert stammt, der hier noch vernachlässigt wurde, dann wird man die kürzere und die längere Halbachse relativ leicht geschenkt bekommen und die Aufgabe ist gelöst. Was dahinter steckt, ist Folgendes: Die x-Darstellung der Ellipse kann mittels der Eigenwerte und mittels der zugehörigen Eigenvektoren, das werden 2, 1 und minus 1, 2 sein, kann also mit diesen Objekten, mit diesen Elementen verwandelt werden in eine y-Darstellung. Das habe ich hier gemacht. Ich habe noch einmal die zwei Eigenwerte genommen, diese zwei Eigenwerte wieder in eine Matrix hineingejagt, die Matrix dann wieder breitgetreten, wenn man so will, wieder eine sehr ausführliche Darstellung in der y-Variante der Ellipse vorgenommen, diese ein bisschen verkürzt und noch ein wenig mit kosmetischen Handlungen versehen. Ich habe die 45 mal woanders platziert. Plötzlich ist es eine minus 45. Das erklärt auch, warum hier oben minus 45 steht. Habe dann durch die minus 45 dividiert, woraus natürlich hier eine 1 auf der rechten Seite entstehen wird. Hier ein Neuntel, hier eine unnötige ein Einstel Darstellung, ein Ganzes. Und habe jetzt noch ein bisschen aufgeräumt, in dem Sinne, dass ich die Standarddarstellung einer Ellipse außerhalb der Quadrikwelt vorliegen habe. Und da steckt nun tatsächlich die 1 und die 3 ziemlich sichtbar drin, die wir gerade eben als kürzere und längere Halbachse herausbekommen haben. Das Ganze nochmal grafisch dargestellt. Hier haben wir die Ellipse. Hier haben wir die eine Koordinatenrichtung, die gleichzeitig die Richtung des ersten Eigenvektors war, die zweite Richtung, die des zweiten Eigenvektors. Und hier noch ein Kreis mit dem Radius 1, der mit dieser 1 zu schaffen hat, und ein Kreis mit Radius 3, der mit dieser 3 zu schaffen hat. Die Transformation von der x-Darstellung in die y-Darstellung dieser Ellipse gelingt mittels dieser Matrix, in der genau die zwei eben genannten Eigenvektoren verankert sind, hier in normierter Form. Diese Matrix hat die Determinante 1 und ist dafür geeignet, y-Vektoren in x-Vektoren zu verwandeln. Und wenn man diese Gleichung, die ich jetzt hier hingeschrieben habe, praktisch der Umrechnungsprozess von y nach x, ganz oben in die x-Ellipsengleichung einfügt, kommt automatisch die y-Ellipsengleichung heraus.